Unterschiede sind, wie die arbeiten, in Anführungsstrichen. Und ich hatte einige Tage vor der Sendung hier unter dem Video kommentiert und das Kommentar habe ich auch hier. Das ist leider von Eric Dubai oder von demjenigen, der den Kanal da steuert, als Moderator gelöscht worden oder ist nicht mehr sichtbar. Und ich habe ja einfach nur darauf hingewiesen, dass wir hier mit jemandem Kontakt hatten, der mit einem Piloten gesprochen hat, der eben diese südlichen Flugrouten von Sydney nach Santiago de Chile abgeflogen ist und der hat die Distanz bestätigt, ja, die angegeben ist. Okay, das ist dann die Frage, wie funktioniert die flache Erde, wie ist das Kartenmodell tatsächlich? Und er behauptet hier trotzdem in dem Video The History of the Flat Earth, ja, dass es eben diese kurzen Verbindungen davon nicht gäbe. Zeigt das hier auch nochmal. Ist jetzt nicht mehr an welcher Stelle hier genau. Also er benutzt hier Flugrouten, die leider so doch existieren. Hier zum Beispiel eben von Sydney behauptet er, alle Flüge würden über die USA gehen, ja, und das wäre auf dem Globus natürlich ein wesentlicher Umweg. Aber es gibt eben leider Flüge, Direktflüge von Sydney nach Santiago de Chile. Und das wird hier weiterhin von ihm so präsentiert. Ja. Das ist ein ganz aktuelles Video vom 18.01. Ja. Ich habe darunter kommentiert, habe ihn darauf hingewiesen, dass wir mit einem Piloten gesprochen haben, der diese Strecke fliegt. Ja, und ich habe ihn gefragt, warum er weiterhin dieses Modell hier und diese Lüge da weiter verbreitet. Und auch, obwohl die Sonnenbewegung nicht zu diesem Modell passt, wie ich das auch schon mal gezeigt hatte, ja, dass die Sonne eine gerade Bewegung macht, so wie davon müssen wir jetzt erstmal ausgehen. Und das passt auch nicht auf dieses Modell hier, auf diese Karte. Und das sind auch so große Fragezeichen, ne? Da kann man nicht hingehen und eben dieses hier weiter so propagieren. Und ja, das Kommentar ist nicht mehr zu finden. Das war eigentlich vor 3-4 Tagen. Und man kann alle Kommentare hier durchschauen, man wird das Kommentar nicht finden. Die südlichen Hemisphäre, die würden durch die Perspektive, ja, so erscheinen, dass es eben eine umgekehrte Drehung gibt, ja, und dann quasi den Sigma Octantis, das ist das Gegenstück zum Polarstern, ja. Und mit dieser Grafik versucht er das zu erklären und er lässt bei diesem Video nur Kommentare zu, die das die das feiern, ja, wo er Lob bekommt dafür. Und ich hatte da auch kommentiert, das erwähne ich da in dem Video, und habe gesagt, hier, so kannst du das nicht darstellen, ja, diese Animation, die reicht nicht aus, um das zu erklären, das funktioniert nicht, ja. Und ich habe es nicht irgendwie böse formuliert oder sowas, aber das Kommentar wurde einfach gelöscht. Was man findet, sind halt nur Kommentare, die da zustimmend sind.